Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake. Heute wieder mit einem Duell-Replay von Yu-Gi-Oh! Pro. Aber diesmal von mir kommentiert, nicht mit irgendwelcher Musik im Hintergrund. Denn ich habe hier echt geil gezogen, hatte echt alles am Start. Hab mein Blue-Eyed Dragon Ruler Deck gespielt und zwar eine Variante mit Six Sense. Und ich glaube, wir schauen uns das einfach mal an. War ein Unlimited-Duell aufgrund der Tatsache, dass hier Six Sense noch nicht erlaubt ist auf Yu-Gi-Oh! Pro. Und wie wir sehen, hat der Gegner nicht so die pralle Hand hier. Fiendish Shane, Zaku, Dark Hole, Wailer. Ja, bei mir Karten des Einklangs. Die aktiviere ich auch gleich mal und trenne mich von dem Trümmerdrachen, um zu gucken, was nachkommt. Eventuell Draw-Karten. Six Sense hier auch schon auf der Starthand. Kommen übrigens 40 € auf eBay. Totally retarded. Und wir gucken mal, was nachkommt mit den Cards of Consens. Wir sehen könnten ein gesegnetes Schwert, bei dem ich einen Blaster entferne und noch ein Trade-In und ein Drachenschlucht, also Dragon Ravine zusammen, ist das natürlich eine richtig coole Combo mit weißen Steinen im Deck, wie ihr gleich sehen werdet. Also erstmal gesegnetes Schwert. Und dann die Drachenschlucht hier. Legt uns einen Stein im Friedhof, dadurch können wir uns das Blue Eyes suchen, das gleich noch mit Trade-In verwertet wird. Und dann mache ich ganz einfach einen Dragon Ruler und aktiviere noch das DDR. Fang schon mal an, ein bisschen zu entfernen hier. Und First Turn Dragosex mit Six Sense, Wailer auf der Hand, Montagedrachen, nicht verkehrt eigentlich. Er hat seinen Wailer kurioserweise nicht genutzt. Spielt jetzt erstmal den MST. Ich treffe eine 4. Also 4 Karten werden gemillt. 5 und 6 sage ich eigentlich immer an. Also leider nicht das Ziehen auf 4 Millen. Auch nicht verkehrt. Vor allem da hier noch ein Return von oben kommt. Und an der Stelle kommt jetzt hier der Effekt Wailer. Ich entferne weiter Dragon Rulers, um schon mal Futter zu sammeln hier fürs Return. Und dann kommt gleich Montagedrache mit 6300. Aber leider hat er an der Stelle noch eine Mirror Force. Ja, und dann wird einfach Return gesettet. Das gute alte Game. Trümmerdrache von oben spiele ich. Auch hier aktiviert er noch keinen Effekt Wailer. Relativ clever. Holt einen White Stone und damit kann man Star Eater und Stardust Dragon machen. Auf den Stardust landet eine Fiendish Shane. Totally fail an der Stelle. Bietet sich ja an und aktiviert den Effekt erst im Friedhof. Ja, dann werden einfach noch zwei Dragon Ruler beschworen. Greifen an und hier will er seine Saku aktivieren, aber Stardust Effect kommt und wenn das noch nicht Game gewesen wäre, wäre definitiv hier das Return ist Game gewesen. Also bei den Karten, die entfernt wurden, ist das echt geil gelaufen. Aber ich fand echt, das war ein richtig cooles Duell, hatte echt alles am Start, auch wenn da eine Mirror Force kam, aber trotzdem gut Game, würde ich sagen. Das war's für heute, YouTube. Bleibt wie immer dran, euer 666 Flake.